Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Wir sind wieder hier auf Bord 7 Days to Hey, grüß dich. Die. Nö. 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 Auf Schifffahrt wollte man nicht, ne? Nee. Heute nicht. Ist nicht wegen ausverkauft. Muss jetzt hier erstmal das hier nochmal reparieren. Das klaut mir schon seit Wochen die Nerven. Ganz nach unten, ne? So, jetzt kann man runter. Einen guten Morgen. Mist. Sie sehen gerade den Abgrund des Todes. Oh, weißt du, was mir gerade einfällt? Ja. Sind unter der Erde in einem ganz kleinen Raum gefangen. Oh. Und haben Abstimmung. Okay, na, das wird interessant. Ich sag's nur. Ich sag's nur. Vielleicht landen die aber auch bei mir oben. Eine Katastrophe. Ich stehe auf so einem wackeligen Ding hier. Das wird interessant. Du. Wir haben so ein Vieh. Schnall, Schmücken. Ah, ein Vieh? Stubenfliegen. Ich hasse Stubenfliegen. Bei euch jetzt? Ja. Ihr habt Stubenfliegen und ich hatte gerade die Einrastfunktion. Das ist auch schön. Viel schlimmer. Ich habe manchmal die Ausrastfunktion. Streider. Ja. Drücke mir auffällig. Okay. Da hinten hat's irgendwo Eisen. Okay. Glaube ich. Kann nur nicht rennen wegen gebrochenem Bein. Achso, ja, ich habe genau einen Sicherheitsabstand. So, hier hat's Eisen. Also hier hat's Eisen und Blei. Das Blei ist erstmal nicht so wichtig. Nur das Eisen. Okay, Eisen. Eisen ist bei dir. Also hier. Eine Abstimmung hat begonnen, Gott. Während du hier Eisen machst, würde ich nochmal vorgehen und Kohle machen. Okay, was sind die? Dann machen wir mal Ratter, 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 Ratter. Ratter, Matata. Wie heißt die Band? Sepultura. Die haben ein Lied, das heißt Ratter, Matata. Mhm. Wer abgespacede, verrückte Lieder hören will, der ist da richtig. Jetzt weiß ich nicht, wo ich die Kohle habe. Im Geldbeutel anscheinend nicht, da habe ich schon geguckt. Warte mal, die war weiter oben. Mist. Irgendwo hier an der Wand. Das ist die nicht. Tanzbattle. Ja. Ja, bei mir kommt Taubheit, Nahrung oder einfallsreich. Sehr schön. Oh, Nahrung wäre super, wenn man hier unten ist. Setzt euch bitte alle für die Nahrung ein. Nichts mitgenommen. Ja, wir können ja sparen. Tatsache. Ich habe meine Nahrung vergessen. Egal. Das ist cool. Bin wieder ein gutes Stück die Leiter hoch, also nicht wundern. Ja. Ich hab voll vergessen, dass die Kohle nicht unten ist. Die hatte ich abgebaut, glaube ich. Die sind auch wieder ganz lieb zu uns, unsere Zuschauer. Ja? Ja. Melle? Ja? Du hast M gesagt? Ja, ich war mir nicht so sicher, weil? Was lieb bedeutet. Nahrung. Okay, das ist... Das ist wirklich lieb. Das ist aber auch... Weißt du, die füttern uns jetzt, damit wir ein bisschen dicker sind und dann braten sie uns. Beziehungsweise dann hauen sie uns in die Pfanne. Ja, das ist gut möglich. Wie du mit den Schweinen in Valheim. Ja.
Das ist ganz praktisch. Für uns oder die Schweine? Für uns. Eben. Und das funktioniert ja jetzt auch in Waldheim mit den Schweinen richtig gut. Können wir hier eigentlich auch Schweinchen halten? Ah, schön wär's, ne? Wäre doch mal was Interessantes. Ich muss auch nochmal gucken. Ich habe, glaube ich, den Bauplan für den Helikopter gelernt. Okay. Würde ich das vielleicht auch noch fokussieren heute, dass wir vielleicht mal einen Heli bereit kriegen? Und dann, wenn wir die Bauteile haben, mache ich uns gleich ein. Okay. Ansonsten müsstest du vielleicht nochmal mit mir unterwegs Bauteile sammeln. Natürlich. Wo bist du, dein Schatz? Was war das? Was ist das? Was war das für ein Geräusch? Hä? Reparieren auf mich. Was repariert er denn jetzt? Dein Gegenstand wahrscheinlich. Der repariert sich komischerweise nicht. Vielleicht wurde er einmal repariert. Hätte ich jetzt aber auch gedacht. Oh, warte, was können wir denn mal nachgucken? Da rein? Nee, können wir nicht. Ah, nur ein wenig, okay. Wie gut, dass die Zuschauer einen Überblick haben. Weil wir nicht haben. Genau. Wie sind das eigentlich? Starke Angriffe gegen Erze oder leichte Angriffe? Hat das überhaupt mit Angriffen zu tun? Ja, du machst halt starke Angriffe, also starke Schläge oder schwache. Da bin ich etwas überfragt. Mit starken brauche ich 2, mit schwachen brauche ich 3. Also Schläge. Mhm. Aber dafür geht mir bei den Schwachen nicht die Ausdauer. Wir starken immerhin schon. Ich will gerade mal überlegen, was effektiver ist. Oh, hier ist Nitratpulver, okay. Oh, bring ruhig auch gleich Tausender mit. Geht alles in Schießpulver. Und wenn wir jetzt Nitratpulver auch da unten haben, dann muss ich nicht mal zu Dr. Jen fahren. Kennst du Dr. Jen nicht mehr? Mit der will ich nichts mehr. Sie hat mich abgesetzt. Oh. Dann setze ich sie einfach auch ab. Selber schuld. Sie hat angefangen. Okay. Da habe ich ein bisschen Nitrat bekommen. Oh nein. Ja, ich höre dich, aber ich bin mitten auf dem Dach. Ich kann nichts machen. Schreie? Die Rüstung? Ich weiß nicht, wie sie vorher gewesen war. Ach Mann, du dumme Nuss. Jetzt muss ich da echt runter zu dir. Kannst du Umleitungsschild stellen zu uns runter? Wir wollten sowieso mal den Eingang nach unten bauen, Melle. Die macht irgendwas kaputt. Das höre ich. Dann mach du sie kaputt. Ich muss erst mal runterkommen. Zeig ihr, wer die Frau im Haus ist. 50 Meter höher als sie. So. Das hier. Wo bist du? Verstecken spielen mit dir. Ich weiß nicht, wo die... Da. Nee, ehrlich, ich muss erst nachladen. Das ist ein Scheiß. Ja, ich finde irgendwie immer, wenn man ins Spiel reinkommt, sind die Waffen ausgeladen. Oh nö, weiß jetzt. Jetzt hat die alles schon. Du schaffst das, Melle. Das ist doch inzwischen, Melle, bist du hier so eine harte Braut. Oh! Lasst mich doch alle. Oh, nö, das ist gemein. Ich
glaube, da hat jemand genug von dem Ton des Bohrers. Ach, Mann. Was macht der Bohrer jetzt? Brrr, ne? Also hier oben ist einiges los, ne? Das schaffst du, Melle. Und die rennen auch noch. Ja, du bist Profi. Bis wir oben sind, hast du dich schon erledigt. Oh, ich bin tot wahrscheinlich. Sieh auf die Köpfe. Alles, was ich dazu zu sagen habe. Aber ja, der Ton ist angenehmer. Was macht der bei dir? Jetzt fall doch um, du Sau! Wenn der trifft. Ja, und wenn er trifft? Er trifft. Weil ich habe hier also dauernd diese Gummi. Ja, genau, das Gequietsche. Oh, was kommt denn? Oh nein, ich kriege einen Angriff hier unten rein. Dann nimm die Leiter hoch. Wenn du auf der Leiter bist, sollte er eigentlich nicht spawnen. Nee, das werde ich aushalten. Ich werde die... Oh Gott, erschreck mich doch nicht so, du dumme Sau. Ich muss nur gucken, wo ich bin. Aber warte mal, ich bin da. Versteck mich hier. So, haben wir jetzt endlich Ruhe oder kommt da noch mal einer? Ah, da ist noch mal einer. Kann das sein, dass sein Scheißangriff hier oben ist? Nein, der ist noch gar nicht gekommen. Wie lange hast du noch? 3 Sekunden. So von unserer Haustür weg? So, ein Touristenangriff. Guck, ob die... Ah, da sind sie. Ja, wo bist denn du? Oh. Oben warst du. War ich schon so kaputt? Nein. Oh. Ich hab dich hier unten nicht gefunden gehabt, das war das Problem. Jo. Ich wusste gar nicht, dass ich so kaputt war. Scheiße. Was denn? Die fressen Besen, ich bin an unserem Hochhaus. Ah! An welchem Hochhaus? Wo wir letztes Mal waren. Hallo. Ich hab den Schlafsack vergessen umzusetzen. Ich nehme dein Zeug. Okay, das sollte vielleicht auch mal, das hab ich nämlich auch vergessen. Oh, Scheiße. Alles. Das ist jetzt. Ui. Ich repariere auch mal deine ganzen Klamotten, die sind mir zu kaputt. Ja. Okay. Ladies and Gentlemen, das wird ein kleiner Run. Vielleicht stellen wir den Rekord auf. The hills. So, wo packe ich das jetzt rein? Alles blöd. Gut, dass du das gemerkt hast. Ja, du hast deine Ohren nicht umgesetzt, ne? Nee. Ich habe ja einen zu Hause. Ich muss den jetzt nur einmal einpacken und wieder auspacken. Ja, genau. Zu Hause hatte ich auch, glaube ich, einen. Und dann ist unterwegs. Ja. Ja. Das kann auch nur mir passieren immer. Kann ich jetzt wieder hier besteigen, mein Haus, oder? Besteigen. Oh, machen. Melle. Ja, das nervt mich jetzt. Okay. Du hast hier so gegraben, dass ich hier nicht mehr weiß, wo was ist. Ich habe dem Eisen gefolgt. Denn irgendwann war ich dann... Ja, du bist da querfeldein durch den Berg nach oben. Ich dachte mir so, hä, wo ist der denn? Der war doch hier unten irgendwo. Ja. Ach ja. Folge dem Eisen. Was passiert denn, wenn du deinen Schlafsack kaputt machst und dich dann selbst umbringst, dann müsstest du in deinem natürlichen Spawn rauskommen. Das sind schon mal 1000 Kilometer näher. So als kleines Argument. Ich kann mich selbst umbringen. Da hat's doch bestimmt Kakteen. Umarme sie. Nee, du bist eine Yuka. Ich kann es mal probieren. Ich meine, zu verlieren habe ich nichts. Eben. War ja nicht irgendwo diese Riesen... Oh ja, warte mal, ich habe einen Wolf gehört. Ja, komm mal her, beiß mich. Oh, komm, hiss mich. Streichel dich. Komm.
Sag mal, ich bin nackt. Machst du auch mal an? Wahrscheinlich deswegen nicht. Der mag dein Würstchen nicht. Strider ist gestorben. Und, wo bist du rausgekommen? Das weiß ich noch. Noch nicht gespawnt. Dann geh mal in dich. Geh mal in mich. Okay, 1,3 Kilometer bin ich bei euch. Ah ja, doch, sehr viel näher in der Stadt. Bist du 2 Kilometer weniger? Sehr erfolgreich. Ich krieg gleich einen Angriff. Aber auch noch nicht ganz klar, welcher. Der annimmt. Wölfe, Geier oder Fragezeichen? Dass du mehr. Mhm. Du hast jetzt meinen Rucksack aufgesammelt, ne? Ja, und ich fahr grad zu dir. Okay. Gibt's ein Taxi? Ja. Warte, ich suche eine Bushaltestelle. Vielleicht, wenn du am Straßenrand stehst und die Hose hochkrempelst. Ja. Wie weit soll ich die noch hochkrempeln? Das ist verschurrt. Tja, dann hast du deine Antwort. Du musst dein Knie jetzt so kokett ein bisschen ausstellen. Mhm. So, und den Daumen genau in die Richtung nach oben. Oh, warte kurz, ich muss hier ein paar Geier beseitigen. Zombie-Geier-Angriff. Ja, lecker. Willst du noch dazu? Nein, hat er. Hat ihm gekriegt. So. Weiterfahren. So, ich bin jetzt am alten Baumarkt gleich. Ja. Bin an der Brücke. 9-Euro-Ticket. Busverbindung ist echt mies. Ja, ist leider Fernverkehr hier. So nehme ich dich nicht mit. Lässt mir hier Sachen fallen. Muss man die alle rausziehen? Oder gibt es da eine Taste? Ey, alle raus. Das ist ja blöd. Ja, dauert ein bisschen. Das ist deine. Also nicht wundern, ich habe manche von deinen Sachen repariert. Ja, dem wundere ich mich nicht. Quick, was hast du denn alles dabei gehabt? Kann sein, dass ich dir was von mir gegeben habe gerade. Und das war, glaube ich, auch noch deine. Ja, dein Schlagschraub. Schmeiß zurück. Da liegt noch eine Pistole. Okay, das ist aber nicht meine. Dann schmeiß zurück, was auch immer das war. Okay, da noch eine Schraube, auch nicht meins. Oh ja, das ist meine. Achso, genau. Du hast die 5er, ich habe die 3er. Genau. Richtig. So, Erdbohrer hatte ich jetzt einbehalten. Kriegst du jetzt nicht nochmal. Warte, dann kriegst du Schrot von mir. Wurde degradiert. Mal die Hälfte von meinen Kugeln. Und sonst. Rettungskits hier, also Reparatur. Ja. Ansonsten gibt's deine erste Hilfe. Kann ich zu Hause. So, aber wenn wir doch jetzt eh schon hier unterwegs irgendwo sind, da vorne sind Häuser. Ich brauche was essen. Nachher. Oh, okay, alles klar. Ja, wohin? Du suchst ja auch. Ich bin heute Rockzipfel. Der Rockzipfel. dann lass uns doch nochmal in den Buchladen schauen. Das wird uns weiterhelfen. Oh ja. Oder, warte mal. Ich liebe Bücher lesen. Komm, warte mal. Wir tun kurz hier im Vorbeifahren aufs Dach des Krankenhauses. Okay. Bist du direkt zum Schatz? Schatz. Hatten wir hier nicht mal? Doch, da vorne. Naja, aber da warte mal kurz, da fehlen noch ein paar.
Mach mal. So. Nee, da habe ich eine Leiter hingebaut, stimmt. Naja, da war eigentlich. Guck an. Alles da. Aber guck, ne. Oh, ich hab was geweckt. So gut gemacht. Gut, ne? Dabei war ich so leise. Das ist Talent. Ja, da sind wir auch. Aber der Schatz ist. Ja, doch, ein bisschen. Was ist mit dem Schatz? Der müsste da sein, oder? Ja, ein bisschen ist da. Dum, 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 dum. Das? Einfallsreich. Ja. Guck mal hier. Super. Schatzi, Schatz, 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 Schatz. Was ist das hier? Dart-Fallen-Paket. Oh, cool. Ja. Dann ist das hier auch schon wieder alles da und Regal. Alles leer. So, und damit wir noch ein bisschen Fun haben. Oh. Wer ist da? Kein Schlafsack gesetzt. Dum, 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 dum. Run! Ja! Spaß im Traumland. Hm? Mal wieder einer noch mit seinem Kopf liegt. Das ist nicht gut. I would telling you. No, nicht no, gut. No. War nicht gut. War doch gut. Klar. Mir gut. Hat Spaß gemacht. Oh. Mein liebes Scheide, ich hab hier was für dich. Nimm es, denn ich hab es schon. Und der Effekt ist nicht stapelbar. Patronengurt-Mod, wo packe ich die denn rein? Brust- oder Beinschienen. Das ist zufällig ein Honig dabei. Guck mal, klettert die Leiter hoch, wie süß. Ball runter. Lustig, wie der krabbelt. Herrlich hier. So. Bang. Hat jemand runtergeschickt. Also mir hat Spaß gemacht. Ja, es war hier volle Action-Hosen-Puzzle. Jetzt können wir trotzdem noch ein Buch laden. Okay, wir drin. Worauf? Du, 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 du. Das B-Team ist unterwegs. Also, du kannst auch hier in den Auto laden. Es hupt. Ja. Aussteigen. Crack. Crack. Leere Bücherregal. Leer, leer, leer. Leer, leer, leer. Leer. Die haben wohl noch nicht. Der ist noch nicht resettet. Neugier. Nee. Ah, doch, hier ist eins. Das hattet ihr wahrscheinlich auch nur übersehen. Das wahrscheinlich. Ja. Alles leer. Ja, schade. Oh, leer, Bücher. Leer, leer, leer. Und Spiegel. Guck mal. Da war auch noch was. Geht doch. Dankeschön. Guck mal, hier ist ein Bauplan für eine Falle. Da ist was. Okay, schade. Ja, das war nichts. Jetzt
Satz mit X. Satz mit X. Das war wohl nix. Wow. Auch auf das Licht zu schießen. Ich wollte aber nicht rein. Das ist nicht in Ordnung, was du da tust. Nee. Warum? So. Hier ist eine Scheibe. Wieso? Wo ist denn da durchgekommen? Aber ganz völlig Überzeugung. So. Wir wollten gerade durch die Scheibe hüpfen. Willst du das Hühnchen hier? Oder? Nee, wir haben Fleisch zu Hause. Hier? Wo gehen wir dann hin? Weiß ich nicht mal. Oder weiß ich nicht, wo, ja. So, warte, da kommen gerade Vorräte. Bang! Bang! Das erschreckt mich jedes Mal, ne? Dieses Geräusch. Nahrung. Und Sprengstoff. Kannst du einen Rest nehmen, bitte? Ja. Ich dachte die ganze Zeit, warum machst du hier mit, warum machst du dieses Pew-Geräusch? Ich hab das gar nicht gerafft, dass wir Klamauk haben. Ich dachte nur so, hä? Ja. Alles klar. Merke ich beim Malern gar nicht. Da macht es keinen Unterschied. Malern? Was kriegen wir denn da? Medizinische Vorräte in 20 Sekunden. Okay. Vielleicht ist da ein Honig für mich drin. Ja. Das wäre cool. Würde ich dann 10 Sekunden. Würde ich jetzt nach Hause fahren? Das Zeug in den Ofen schmeißen? Ja, aber stopp mal kurz, da kommen gleich Kisten. Aber noch sind sie ja nicht da. Aber jetzt? Bringt der Typ einfach aus meinem Auto. Aua. Was? Was kann ich nicht nehmen? So, war da jetzt ein Honig dabei? Nein. Einen roten Tee. Ja, damit komme ich nicht weiter. Aber ich habe hier dieses Antibiotika, das hilft auch. Ja, dann gebe ich dir dafür Wasser. Leck. Schön. Möp, möp. Wollen wir sowas eigentlich auch noch am Haus bauen? Eine Bushaltestelle. Eine Bushaltestelle, aber hier ist so ein kleines bisschen so eine Pergola zum Sitzen, so ein bisschen. Das bauen könnte, ne? Weiß es nicht. Ich bin nicht sicher. Echt aussehen tut es ja nicht. Aber ja, von den ganzen Formen her, die man hier bauen könnte, könntest du hier auch sehr, sehr kreativ sein. Jetzt. Verwirren. Pass auf, wenn du läufst. Ich stehe an der Kante am Dachvorsprung. Ja, die fällt gleich runter. So, meine Lieben, wir fahren nach Hause, aber die Folge ist rum für heute. Ich dachte eher, die wäre Bier, aber gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.